Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute folgt eine kleine Review zu meinem Besuch am Sonntag auf dem Akiba Pass Festival in Stuttgart. Das war ja das erstmalige Festival überhaupt in Stuttgart und das erstmalige Festival unter dem Namen Akiba Pass, unter dem neuen Zusammenschluss von Peppermint mit den anderen Firmen, unter anderem Universum. Und ja, ich habe mir auch einige Filme angeschaut, ich glaube 5 sind es ungefähr. Und zu den Filmen gebe ich euch heute einen kleinen Einblick oder zum Schluss noch ein kleines Fazit, was ich allgemein zum Festival sagen kann, was ich an manchen Stellen nicht so toll fand. Aber sonst war ich eigentlich ganz begeistert. Dann würde ich sagen, wir legen direkt einmal los. So, dann fangen wir gleich mit dem ersten Film an und das ist Garou Divine Flame. Den habe ich direkt als erstes morgens um 9 angeschaut und habe mich einfach mal mit offenen Augen reingesetzt, denn wir haben gesagt, wir setzen uns rein und probieren das einfach mal aus. Der 78-minütige Film aus dem Studio MAPPA, es ging darum, dass ein junger Ritter, der eine spezielle goldene Rüstung besitzt, zusammen mit seinem Bruder Alfonso einen zukünftigen Makai-Ritter trainiert. Und dieser wird dann entführt. Also das ist ein kleines Kind. Ich glaube, der war so ungefähr 4 Jahre alt oder so. Oder 5. Und auf jeden Fall stellt sich das dann heraus, dass das irgendwie auch ein Ritter ist. Und da steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Und die verfolgen den dann, um den kleinen Jungen zu retten. Ja. So an sich hat mir der Film, ja, ich fand ihn ganz okay. Ich fand ihn aber jetzt auch nicht sagen und schreibe gut. Also ich fand, es war wirklich ein schöner Zeichenstil. Mir hat der Animationsstil gefallen. Die Story fand ich ein bisschen schwach, weil mir kam das zum Schluss alles nur noch so reingedrückt vor, dass der Film dann endlich mal Schluss ist, weil sie irgendwie keine Ideen mehr hatten oder so. Ich will den Produktionsleitern jetzt in der Hinsicht nichts unterwerfen, aber ja. Als zweites habe ich mir den Assassination Classroom 365 Tage Film angeschaut. Ja, war wie immer mit viel Action und Comedy gepackt, aber für alle Fans von Assassination Classroom oder die Fans werden möchten, ist dieser Film wirklich eine super Vorlage, wie ich finde. Denn in diesen 92 Minuten sind die, und ich glaube, die erste Staffel verpackt, was alles passiert mit Koro-Sensei und seinen Schülern. Man sieht Nagisa und Karma-kun in der Schule, wie sie die Schule besuchen und älter sind und die einen kleinen Rückblick starten. Und da ist sozusagen die erste Staffel zusammengefasst mit einem sehr traurigen Ende. Nichtsdestotrotz hat mich der Film etwas gelangweilt, denn ich habe Assassination Classroom, die beiden Live-Action-Movies schon gesehen und von der ersten Staffel die erste Hälfte schon. Somit war für mich eigentlich kein Neuland dabei. Und hätte ich das gewusst, hätte ich mir stattdessen was anderes angeguckt. Aber ich hätte auch vorher mal nachschauen können. Gut, dann kommen wir zum nächsten Film. So, danach gab es auf dem Programm Sound Euphonium The Movie oder Haikyuu. Und ich habe mir Sound Euphonium angeguckt, weil ich seit Shigatsu wa Kimi no Uso auch der Meinung bin, dass Musikanimes etwas verdient haben. Und im Mittelpunkt steht unsere junge Kumiko, eine begnadete Euphonistin. Und seit einem Zwischenfall auf ihrer Mittelschullaufbahn hat sie halt das Spielen aufgegeben. Sie kommt dann auf die Oberschule und an dieser Oberschule gibt es auch eine Blaskapelle. Anfangs merkt man, dass die Blaskapelle nicht wirklich begabt ist und sich auch schlecht anhört. Kumiko tritt dann bei und man merkt einfach schnell, sie hat wieder Spaß am Spielen. Sie möchte allen zeigen, dass sie gut ist und trifft auch alte Mittelschulklassenkameradinnen wieder. Das Ganze ist natürlich mit viel Blasmusik verbunden, mit ein bisschen Drama und ganz schön verpackt mit den Geschichten rund um Kumiko. So, dann kommen wir zu meinem Festival-Highlight und zwar ist das In This Corner of the World.
Der Film hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Es dreht sich um das junge Mädchen Suzu, während dem Zweiten Weltkrieg ungefähr, die in der Präfektur Hiroshima wohnt, wo sie dann auch ihren Mann, also erst ihren Freund und dann ihren Mann Shusaku heiratet, mit dem sie dann zusammen mit seiner Familie auf dem Hügel in Kure wohnt. Ja, und man begleitet die junge Suzu bei ihren Hausarbeiten, aber auch bei ihrer Leidenschaft zum Zeichnen. Es kommen immer wieder bei schöne Bilder bei raus, auch wenn die Stadt Kure oftmals von Marineschiffen besetzt wird, denn ihr Mann arbeitet auch in einer Marinebasis. Dieser Film bietet sowohl glückliche als auch wirklich seelische, schreckliche Szenarien. Man fühlt wirklich mit, denn man muss bedenken, dass dieser Film zur Zeit des Zweiten Weltkrieges spielt und damals über Hiroshima eine Atombombe herabgefallen ist. Somit kann man sich ausmalen, was in diesem Film eigentlich drin vorkommt. Aber ob der jetzt traurig oder schön endet, das dürft ihr euch dann zum Schluss selber anschauen. Denn wie ich auf dem Peppermint Anime Festival, jetzt habe ich schon Peppermint Anime Festival gesagt, dann natürlich das Akiba Pass Festival mitbekommen habe, hat nämlich der Basti, der Marketingleiter von Peppermint Anime, dem Publikum zugesagt, in dem ich saß, dass Universum Anime den Film im Sommer auf DVD und Blu-ray rausbringen wird. Also würde ich mal sagen, das ist doch schon mal eine sehr, sehr schöne Nachricht. Denn diesen Film lege ich wirklich vielen Menschen ans Herz, die auch mal hinter die Kulissen schauen wollen, auch mal jetzt nicht typisch Anime-Fans, sondern dieser Film wirklich, würde ich behaupten, lässt auch Nicht-Anime-Fans mitreißen. Ich war so mitgerissen von dieser Story und ich habe eigentlich schon, ich will jetzt nicht spoilern, darauf gewartet, dass der Film zu Ende geht, damit ich endlich weiß, ob sie lebt, ob sie stirbt und wie das Ganze endet. Ja, als letztes habe ich mir dann den Film Honeyworks angeschaut oder besser gesagt die Filme, denn der Anime-Film Honeyworks wurde in einem Double Feature gezeigt, sprich man konnte Movie 1 und 2 gleich in 126 Minuten sich reinziehen sozusagen. Und im Mittelpunkt dieses Films oder ja, diesen einen Films steht Natsuki Enomoto und ihr Sandkastenfreund Yu, dem sie gleich zu Beginn des Films ihre Liebe gesteht. Doch dann entpuppt sich das Ganze als eine Liebesgeständnisübung, um sich auf die Fälle des Lebens vorzubereiten. Yu dann doch eher betrügt, dachte, dass es halt ernst gemeint ist, machen halt beide einen Scherz draus und somit kommen die beiden sich dann doch wieder nicht näher. Im Laufe des Filmes erfährt man dann, dass beide ineinander verliebt sind und sich eigentlich schon ewig die Liebe gestehen wollen und einfach nicht dazu kommen, weil sie denken, dass ja jeder jemand anderen liebt. Und nichtsdestotrotz gibt es viele, viele Probleme, denn auch es gibt auch einen Jungen, der auf Natsuki steht und ein Mädchen, das auf Yu steht. Aber wer dazu mehr wissen will, guckt sich einfach die Filme an. Und zum zweiten Film kann ich nur sagen, dreht sich alles um die kleine Schwester von Yu. Und die ist auch ein Schüler von der Oberschule oder von der Highschool halt verknallt und verliebt sich in ihn und folgt ihm sogar auf die Highschool. Der Film hat mir nicht so gut gefallen, der zweite, muss ich sagen, weil mir hat die erste Filmreihe einfach rund um Natsuki viel besser gefallen. Ich war sogar kurz und dran, fast zu sagen, dass mir der fast besser gefällt als In This Corner of the World. Aber dann kam der zweite Movie und der hat für mich schon einiges sozusagen in Anführungsstrichen ein bisschen zerstört, was ich sehr schade fand, weil das war einfach so ein typisches Romance mit ein bisschen Musik und es geht ja auch um die Band Honeyworks. Das hat mir schon so gefallen, aber der zweite, den würde ich jetzt nicht empfehlen. Also man könnte auch sozusagen nur den ersten anschauen. So viel zu den Filmen. Zum Festival gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen. Es gab ja diese Festivaltasche für alle Tagespassbesitzer. Dazu ist oder kommt noch ein Unboxing, denn die möchte ich euch auch gerne ein bisschen zeigen. Jetzt seht ihr noch ein paar Bilder dort vom Stand oder vom Festival. Man konnte jetzt nicht viel Bilder machen, weil es gab jetzt nicht auch allzu viel. Aber ich kann nur so viel sagen. Ich war wirklich, früh um 9 sind wir rein. Ich war bis abends
10 Stunden lang nur im Kino gesessen. Also es war schon anstrengend, muss ich sagen. Nach dem vierten, fünften Film hatte ich fast keine Lust mehr. Also wer aufs Akiba Pass Festival geht nächstes Jahr, schlaft am besten aus, denn das ist wirklich, wirklich anstrengend. Sonst kann ich sagen, dass ein rundes Rahmenprogramm wirklich vorhanden war. Man konnte Mangas ausleihen gegen eine kleine Leihgabe und man hatte einfach von genremäßig alles vertreten. Ich meine, wir hatten auch Live-Action-Movies wie Shigatsu oder Erased. Und nichtsdestotrotz bin ich wirklich sehr zufrieden und bei diesem Preis-Leistungs-Verhältnis, ich glaube, ich habe rund 35 Euro für die Tageskarte bezahlt und habe mir im Endeffekt 6 Filme angeguckt, war ich schon sehr zufrieden. Also ich lege jedem das Akiba Pass Festival ans Herz und vielleicht nächstes Jahr haben wir das sogar ein paar mehr Städten als dieses Jahr. Ja, das war's dann eigentlich schon. Mehr gibt's in Anführungsstrichen jetzt nicht zu sagen. Ich danke euch wie immer fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Video.